Das sind Paulina und Paul. Vor den Sommerferien waren sie noch in der 4. Klasse ihrer Grundschule. Aber jetzt, nach den Sommerferien, besuchen sie eine neue Schule. Die neue Paula. Paul fragt Paulina: Aber was ist denn die neue Paula? Das ist eine ganztägige, jahrgangsübergreifende und inklusive Oberschule. So viele wichtige Wörter. Paul wundert sich, was an der neuen Paula anders ist als an anderen Oberschulen. Na, Paulina und Paul, schauen wir uns doch erst einmal an, was jahrgangsübergreifend an der neuen Paula bedeutet. Dann kommt doch mal rein und lass uns gemeinsam entdecken, wie die neue Paula aufgebaut ist. Willkommen in der Paula, lieber Paul und liebe Paulina. Die neue Paula besteht auf der einen Seite aus dem Haus der Kindheit. Im Haus der Kindheit gibt es 4 Säulen. Diese Säulen haben jeweils eine andere Farbe. Eine Säule hat die Farbe Grün, eine Säule hat die Farbe Blau, eine Säule hat die Farbe Rot und eine Säule hat die Farbe Gelb. Auf der anderen Seite gibt es das Haus der Jugend. Das Haus der Jugend besteht auch aus 4 Säulen. Diese Säulen haben ebenfalls die Farben Grün, Blau, Rot und Gelb. Paul fragt sich, in welchem der beiden Häuser er denn nun seine Klasse findet. Das ist ja ganz anders als an seiner Grundschule. Paulina schlägt vor, dass sie in das Haus der Kindheit gehen, denn sie sind ja noch Kinder. Da hat Paulina recht, findet Paul. Also gehen wir gemeinsam in das Haus der Kindheit. Und jetzt schauen wir uns eine Säule mal genauer an. Hier ist also die grüne Säule. Jede Säule besteht aus 3 Klassen. Klasse A, B und C. Es gibt also eine grüne Säule A, eine grüne Säule B und eine grüne Säule C. Und wenn wir noch näher rangehen, sehen wir, dass jede Klasse aus 3 gleich großen Schülergruppen besteht. Aha, wundert sich Paul. Warum sind die Klassen in 3 gleiche Gruppen unterteilt? Und was heißt denn LJ? LJ heißt Lernjahr. In jeder Klasse gibt es verschiedene Lernjahre. Es gibt ein Lernjahr 1, ein Lernjahr 2 und ein Lernjahr 3. Paul fragt sich, in welches Lernjahr Paulina und er wohl gehören. Paul rät: Wir sind neu an der Schule. Heißt das jetzt, wir sind im ersten Lernjahr? Paulina antwortet: Stimmt, wir sind beide im ersten Lernjahr. Aber wir gehen in 2 unterschiedliche Klassen. Meine neue Klasse ist die Blau C. Paul weiß immer noch nicht, in welche Farbsäule er nun gehen muss und welchen Buchstaben seine Klasse hat. Und was es dann mit den anderen Lernjahren auf sich hat. Sind die dann auch in seiner Lerngruppe? Paul ist verwirrt und ganz durcheinander. Kein Problem, Paul. Wir erklären dir das am Beispiel deiner neuen Klasse genauer. Das ist nämlich die Klasse Grün A. Du bist natürlich nicht der Einzige im ersten Lernjahr in der Grün A. Es gibt noch 6 andere im ersten Lernjahr. Es gibt außerdem 7 Schülerinnen und Schüler im Lernjahr 2. Die sind schon ein Jahr länger als du an der neuen Paula und in der Grün A. Und es gibt außerdem 7 Schülerinnen und Schüler im Lernjahr 3, die sind sogar schon 2 Jahre länger als du an der Paula und in der grünen A. Das ist bei allen Säulen so. Egal ob rot, blau, grün oder gelb. Und warum lerne ich jetzt mit 2 anderen Lernjahren zusammen? Die Schülerinnen und Schüler, die schon länger als wir an der neuen Paula sind, können uns natürlich helfen. Das leuchtet Paul ein. Und er freut sich auch ein bisschen darauf, mit den älteren Schülerinnen und Schülern in einer Klasse zu sein. Lasst uns auf eure Zeitreise im Haus der Kindheit gehen, liebe Paulina und Paul. Die Zeitreise verläuft bei euch allen genau gleich. Aber weil wir hier schon die grüne Säule liegen haben, zeigen wir die Reise mal an Pauls grüner Säule. Als erstes bist du im Lernjahr 1, das weißt du ja schon. Nächstes Schuljahr bist du dann im Lernjahr 2. Die aus dem 2. Lernjahr sind dann nämlich schon im Lernjahr 3. Und es kommen natürlich auch neue Grundschüler und bilden ein neues Lernjahr 1. Nach dem Lernjahr 2 komme ich ins Lernjahr 3, genau wie Paulina.
Nur, dass sie weiterhin in der Blau C ist. Richtig, Paul. Und was passiert, wenn ich am Ende des dritten Lernjahres bin? Wechsle ich dann vom Haus der Kindheit in das Haus der Jugend? Genau. Damit ist für das Haus der Kindheit alles klar. Das Haus der Jugend ist fast genauso aufgebaut. Der entscheidende Unterschied ist, dass eure Mitschülerinnen und Mitschüler älter geworden sind und ihr natürlich auch älter geworden seid. Also jetzt sind wir im Haus der Jugend und auch hier gibt es wieder vier verschiedene Säulen. Eine grüne, eine blaue, eine rote und eine gelbe, wie im Haus der Kindheit. Und wenn ich dann wieder in der grünen Säule bin, dann gibt es bestimmt wieder verschiedene Klassen in der Säule, oder? Richtig! Also ihr zwei, schaut euch doch nochmal die grüne Säule im Haus der Jugend genauer an. Also wenn das genauso funktioniert wie im Haus der Kindheit, gibt es auch hier in der grünen Säule drei Klassen. Heißen die dann auch A, B und C? Da kämen ja alle ganz durcheinander. Stimmt, ja. Heißen die Klassen dann D, E und F? Ja, genau. Okay, in der grünen F sind dann auch wieder verschiedene Lernjahre. Aha, aber hier sind die Schülerinnen und Schüler im Lernjahr 4, Lernjahr 5 und Lernjahr 6. Ist ja klar. Die Schülerinnen und Schüler im Haus der Jugend lernen ja auch schon länger an der Paula als die Schülerinnen und Schüler im Haus der Kindheit. Hey, das heißt ja auch, dass wir dann wieder unsere Freundinnen und Freunde aus dem Haus der Kindheit treffen. Die sind jetzt im Lernjahr 5 und 6. Stimmt, wir treffen auf lauter bekannte Gesichter. Und wir sind nach unserem dritten Lernjahr im Haus der Kindheit, jetzt im vierten Lernjahr im Haus der Jugend. Es gibt wieder 7 Schülerinnen und Schüler, die ins Lernjahr 4 gehen. 7 Schülerinnen und Schüler, die ins Lernjahr 5 gehen. Und 7 Schülerinnen und Schüler, die ins Lernjahr 6 gehen. Die helfen uns dann weiter, wenn wir nicht wissen, wie manche Dinge funktionieren. Alle helfen sich gegenseitig, wo sie nur können. Je länger wir an der Paula sind, desto mehr Lernjahre durchwandern wir. Erst sind wir im Lernjahr 4, das wissen wir ja schon. Und im nächsten Schuljahr kommen wir ins Lernjahr 5. Und das Lernjahr 6 hat dann schon einen Abschluss. Nach dem Lernjahr 5 kommen wir auch in das Lernjahr 6. Und es kommen natürlich auch immer Schüler aus dem Haus der Kindheit nach und sind wieder im Lernjahr 4. Und irgendwann, nach dem Lernjahr 6, werden wir die Paula mit einem Abschluss verlassen. Und was sind das für Abschlüsse? Oh, das sind so viele. Damit beschäftigen wir uns ein anderes Mal. Damit ist Paul einverstanden. Sie fangen ja gerade erst an der neuen Paula an. Viel Erfolg und Spaß beim Lernen, ihr zwei.